Hallo und herzlich willkommen zu Klickpunkt Sport, der kleinen Sportschau von Merkur und TZ. Dieses Mal geht es hauptsächlich um die Löwen. Das sind die Themen der zweiten Sendung. Löwentrainingslager in Belek. Das Testspiel der Münchner gegen den FK Aktobe. Der FC Bayern vor dem Rückrundenstart gegen Gladbach. Und FIFA-Duell gegen Daniel Hofstetter und Philipp Steinhardt. Ich bin hier nicht auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße, nein, das ist das Stadtzentrum von Belek. Seit einer Woche sind die Löwen hier zu Gast. Ein paar Eindrücke aus dem Trainingslager. Die Löwen. In Belek. Es ist ruhig im Kern, im sogenannten City Center. Belek, türkischer Ort im Landkreis Serik, 30 Kilometer östlich von Antalya. Ein Ort, der hauptsächlich vom Tourismus lebt. Doch jetzt ist wenig los. Die Hotels kaum ausgebucht. Das Wetter zwar sonnig, aber extrem windig. Belek, nicht gerade der schönste Ort. Zu dieser Zeit aber ein ruhiger. Wichtig für die Löwen. Hier können sie sich vorbereiten auf den Start nach der Winterpause. Hier können sie enger zusammenwachsen. Sie haben Spaß im Training, schlagen sogar den Schweizer Erstligisten FC Thun. Mit dabei im Trainingslager zahlreiche Fans der Münchner. Man findet sie nicht nur am Trainingsplatz, sondern auch im Ort. Natürlich. Bei den Löwen. Mit einem Schal. Einmal Löwe, immer Löwe. Die Löwen in Belek. Das erste Testspiel hier im Trainingslager gewannen die Löwen mit 2:0 gegen den Schweizer Erstligisten FC Thun. Am Donnerstag ging es dann gegen das kasachische Team FK Aktobe. Wie das Spiel ausging, weiß mein Kollege Martin Müller. Eher ein Spiel zum Vergessen. Wäre es beim Match am Donnerstagabend in Belek zwischen dem TSV 1860 und dem FK Aktobe nicht um wirklich gar nichts gegangen, man hätte sich grün und blau ärgern müssen. Aufreger Nummer 1, der Schiri. Unparteiischer wäre wohl das falsche Wort. Der gute Mann hatte seinen Fußball-Sachverstand und offensichtlich auch seinen Blindenhund an der Seitenlinie abgegeben. Resultat, bei der kleinsten Kleinigkeit setzte es einen Pfiff und nicht selten auch gelb. Am liebsten gegen die Münchner. Aufreger Nummer 2, das war ein Test- bzw. Freundschaftsspiel über harte Einsteigen der Kasachen. Nicht nachvollziehbar, was Aktobe beweisen wollte. Aufreger Nummer 3, das Spiel an sich. Über weite Strecken, vorsichtig formuliert, zerfahren. Immer wieder Ballverluste im Mittelfeld und auch die Flanke ins Nichts, gerne genommen. Fußball wurde dann zur Freude der Fans und Trainer Rainer Maurers auch gespielt. Vor allem in Form von 3 verdienten Treffern für die Löwen. Stefan Aigner lief in der 17. Minute in einen Fehlpass von Aktobe, solo über die linke Seite und mit einem Schuss aus 8 Metern ins lange Eck ließ er Torhüter Sidelnikov keine Chance. In der 65. Minute wurde es dann nochmal brenzlig. Darko Maletic vollkommen frei vom 1860-Gehäuse. Es wird wohl auf ewig sein Geheimnis bleiben, wie man den vorbeischießen kann. 2 Minuten später verwandelte dann Daniel Birovka einen Foul-Elfmeter sicher ins linke Eck. Den Schlusspunkt setzte George Rakic. Er traf nach feinem Doppelpass mit Daniel Birovka aus 14 Metern zum 3:0 Endstand. Und dann war endlich Schluss.
der Seite soll man so ein Spiel jetzt auch nicht groß hochhängen und so eine Bedeutung hat das dann auch nicht. Wie gesagt, eher ein Spiel zum Vergessen. In der ersten Liga neigt sich die Winterpause dem Ende zu. Ab Freitagabend rollt der Ball endlich wieder. Der FC Bayern eröffnet den 18. Spieltag mit der Partie in Mönchengladbach. Christine Wodny mit den letzten Infos von der Sebener Straße. Der Rekordmeister grüßt von der Tabellenspitze. Die Münchner mit einer guten Vorrunde und einem reibungslosen Trainingslager in Doha. Lediglich Problemfall Breno sorgte für Unruhe vor dem Rückrundenauftakt. Am Freitagabend müssen die Bayern in Gladbach ran. Sie wollen sich am Viertplatzierten für die Hinspielniederlage in der Allianz Arena rächen. Nach langer Verletzungspause wird Bastian Schweinsteiger wieder auf dem Platz stehen. Franck Ribéry ist für das Spiel gesperrt. Beim letzten Hinrundenspiel gegen Köln bekam der Franzose eine gelb-rote Karte. Stattdessen könnte gegen Gladbach Toni Kroos auf Ribérys Position auflaufen. Hoffentlich kein schlechtes Zeichen, denn das einzige Mal in dieser Bundesliga-Saison, bei dem Franck Ribéry nicht von Beginn an spielte, war zum Saisonauftakt beim 0:1 gegen Gladbach. Für die Löwen geht es am 6. Februar wieder los. Dann spielen sie im Heimspiel gegen Energie Cottbus am 20. Spieltag um wichtige 3 Punkte. Daniel Hofstetter und Philipp Steinhardt haben gemeinsam mit uns die Partie schon einmal auf der PlayStation hier im Hotel vorgespielt. FIFA zocken gegen 2 Fußballspieler. Diesmal aber nicht Barca gegen Manchester wie immer, sondern 60 gegen Cottbus. Überraschung! Ich nehme Cottbus und Philipp Steinhardt die Löwen. Glückstreffer, Mittelfeldgeplänkel, Not gegen Elend. Das sieht auch Daniel Hofstetter so. Ich glaube, in einigen Passagen des Spiels kann man schon davon sprechen, aber vielleicht müssen sie noch ein bisschen weiter üben, dann schaffen sie auch mal, dass sie mehr Torschüsse rausspielen und dann auch mehr Tore schießen können. Nicht große Reden schwingen, ran an die Konsole. Partie 1 habe ich 1:0 verloren. Ja, neues Spiel, neues Glück. Jetzt ist Hofstetter dran. Oh Gott, gleich zu Beginn 2 Gegentreffer. Das wird wieder nichts. Doch so leicht gebe ich nicht auf. Anschlusstreffer, yeah! Aber die Zeit reicht nicht. Auch Partie 2 geht verloren. Diesmal 1:2. Hier und da hatte ich auch schon meine Chancen, also es hätte auch eventuell unentschieden ausgehen können, aber klar, die Jungs sind natürlich besser und insofern waren es verdiente Siege und klar, so soll es ja auch ausgehen dann zur Rückrunde, zum Start, soll 60 gewinnen gegen Cottbus und hier war es der Fall, einmal 1:0, einmal 2:1, also von daher perfekte Ergebnisse. Gut, dieses Mal habe ich verloren, aber irgendwie war das Licht auch komisch. Der Controller hat immer gehakt, der eine hat mir immer gestoßen, dazu war mir ein bisschen schlecht und hatte Kopfschmerzen. So, das war's. Tschüss aus Belek und bis zur nächsten Sendung von Klick.Sport.